So, bup. Und bup. Ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt es gesehen. Wir haben den Priester. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und hier oben könnt ihr bereits zum Teil lesen, wo wir uns befinden, und zwar im wunderschönen Bleasdale Farmhouse. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, ich habe irgendwie gerade Bock gehabt. Keine Ahnung wieso. Wir haben den guten Joe Thompson, ist by the way ein richtig geiler Name. Ich glaube mal, das ist ein männlicher Geist? Joe. Keine Ahnung, von was jetzt eigentlich Joe die Abkürzung ist. Josephine, Joe. Aber das wird meistens mit OE geschrieben. Keine Ahnung, ich bin gleich gespannt, ob männlich oder weiblich. Denn eigentlich ist es so ein androgyner Name für meinen Geschmack. Insofern, ob es jetzt ausgeschrieben ist, sprich ein normaler Name oder Abkürzung. Wir brauchen Bewegungssensor, müssen der Jagd entkommen und brauchen das Kruzifix. Okay, Standard Run, bababab. Ich hoffe einfach mal, dass der Breaker entweder im Foyer ist oder hier hinten und nicht hier oben auf diesem wunderschönen, herrlichen Dachboden. Ich habe irgendwie Angst. Wir schauen jetzt erstmal kurz vorne rein. Ihr könnt ja schon vorne kurz reindeppen. Hier ist nichts. Und dann hinten rein. Sollte hinten kein Breaker sein, müssen wir nochmal nach vorne und uns nach oben arbeiten, auf den Dachboden. Dann schön gemütlich oben anheizen und dann von oben nach unten arbeiten. So wird's gemacht. Nice. Okay, wir haben den Breaker. Was bedeutet, wir können jetzt hier erstmal kurz chillen. Wir haben draußen keine Schnee. Das Temperieren sollte also nicht allzu lange dauern. Kann eigentlich schon mal schauen, ob wir hier die Spinne haben. Jo, Spinne sind frei. Wir haben kein Breacherboard. Das ist auch schon mal gut, denn das vergesse ich meistens. Dann kann ich hier nochmal gemütlich hindackeln. So, Licht aus und auf geht's hier. Wir können auch währenddessen gleich die Knochen suchen oder müssen währenddessen. Da verstehe ich immer noch nicht. Wieso ist hier ein Teddy? Das ist so abnormal random. Ein Teddy gehört entweder ein Bett oder allgemein in so ein Kinderzimmer, Schlafzimmer, irgendwas in der Richtung. Manchmal hat man, keine Ahnung, von der Oma oder sowas Teddy geschenkt bekommen. Den kann man dann natürlich auch zum Beispiel ins Wohnzimmer setzen oder so. Aber auf die Toilette, jetzt bei Real Talk, mir würde kein Teddy einfallen, den ich auf die Toilette setzen mag, denn davon wäre das abnormal creepy, dass mir so ein Stoff-Teddy beim Kacken zuschaut. Das wäre jetzt eher das Letzte, was ich haben möchte. Na gut, das Haus hier ist eigentlich mal ein bisschen random, auch wenn es irgendwie auch schön ist. Stellt euch da mal so ein Community Day vor oder so ein Community-Treffen in diesem Farmhaus hier. Wäre zwar ziemlich creepy, ich glaube, ich würde selber da nicht hingehen, weil ganz egal wer die Idee kommt, wir haben die Karten, dass man Community-Treffen in einem Farmhaus mitten im Wald macht. Das ist fucking creepy. Dem würde ich nicht vertrauen, to be honest. Wäre mal eine coole Idee. Aber stellt euch mal vor, hier so die Häuser oder die Farmhäuser würden nachgebaut werden. Das wäre doch echt mal cool, oder? Wenn irgendjemand ein bisschen Geld übrig hat, so ein paar hunderttausend, vielleicht noch mehr, dann baut doch einfach mal das wunderschöne Bleasdale Farmhaus oder so nach. Gut, die Axt würde ich da nicht stecken lassen, das kommt eher nicht so gut an. Aber es hätte schon Stil. Ich würde das mega feiern, in einem Haus zu wohnen, das einfach einem Phasmo-Haus nachgebaut ist. Jetzt ist er dann der übelste Hardcore-Fan, aber gerade auch ein Willow Ritual würde ich gerne nehmen. Okay, wir haben hier ein Versteck, das ist gut. Hier haben wir eins und unten haben wir eben ein Spind. Aber hier ist alles clear. Bis jetzt will ich hier noch nichts. Uns gehen langsam die Räume aus. Ich möchte nicht, dass er auf dem Dachboden ist. 19.2. Ich hoffe einfach mal, oder weil hier ist auch kein Knopf, ich hoffe einfach mal, dass wir übersehen haben, dass wir unten irgendwo Geisterhandtemperatur hatten. Oder 7.4, hier ist auch gut. Hier, da, na, what? Falsche Richtung. Ja, danke. Das Problem ist, ich habe keinen Bock jetzt auf den Dachboden zu gehen. Also hoffe ich, dass wir hier den Knochen haben. Sehr schön. Ich hätte jetzt wirklich keine Lust gehabt, jetzt nochmal auf den Dachboden zu gehen. Okay. Wir haben noch keine Tür gehört. Glaube ich. Was bedeutet, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir gehen und vielleicht jetzt schon den zweiten Run. Den dritten Run. Sprich, die Box. Das ist gut. Sollten wir jetzt natürlich dann reinkommen, dann werde ich alles direkt droppen, wenn wir eine Tür hören. Aber dann brauchen wir jetzt hier noch keine Luftfahrlampe. Die Knochen haben wir oben, die Karten haben wir hier direkt. Also da vergeben wir eigentlich nicht wirklich was, wenn wir das später machen. Und so ein bisschen Variant. Ein bisschen Abwechslung. Ich meine, die Runs bleiben immer noch gleich. Immer noch Box und Buch.
Und später dann Uferlampe und Fotoapparat, aber ein bisschen Abwechslung. Oh. Hallo, Tür zu. Danke, merci. Ja. Warte mal. Jetzt schauen wir erstmal noch, wenn ganz gerne wechseln die sehr schnell hier in den Flur. Deswegen kontrollieren wir jetzt nochmal die Temperatur. 21 hier draußen, Wunderbärchen, schauen wir mal, haben wir immer noch Geisterraumtemperatur. 3,2, wunderbar. Aber er ist sehr inaktiv. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Okay, bis jetzt hatten wir nichts. Momentan könnte es natürlich auf den Moro hindeuten. Der wird ja aktiver oder brutaler, wenn sein Opfer schwächer ist. Was bedeutet, jetzt haben wir noch eine hohe geistige Sanity. Mein Gott. Einen hohen geistigen Zustand. Geisteszustand, so. Mein Gott. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich sollte aufhören, in der Nacht aufzunehmen. Wobei es da natürlich ein gutes ist. Aber ja, momentan sind wir stark, in Anführungsstrichen. Somit ist er noch inaktiv. Sobald unsere Sanity droppt, werden wir schwach. Dann werden wir zu seinem Opfer. Dann wird er aktiv. Das, ja. Ist einfach so. Wir können mal schauen, was brauchen wir für den Moro? Moro. Die Box, ein Buch und Freezing. Ja, dann würde ich eher sagen, der Moro ist raus. Weil die Box haben wir nicht, Freezing haben wir noch nicht. Buch könnte sein, aber na, irgendwie. Ich glaube nicht mehr, dass wir Moro haben. Aber es wäre cool. Sehr cool. Dann von mir aus gerne auch einen anderen neuen Geist. Da hätte ich nichts dagegen. Ich habe minimal einen Ohrwurm. Ganz ehrlich, damit man im Farmhaus klarkommt und hier nicht durchdreht. Wenn man sich auch noch überlegt, dass man mitten im Wald ist. Es stürmt draußen, es ist dunkel. Du weißt nicht, was in den Wäldern auf dich wartet. Nimm das Buch. Nice. Okay, er hat sehr schnell reingeschrieben, aber was ich gut finde, mit dem Buch haben wir alle drei neuen Geister auf. Mein Ding zum Beispiel schreibt auch sehr schnell ins Buch. Im Durchschnitt. Hatte ich jetzt schon mehrmals? Bin gespannt. Hier ist alles clear, hier ist auch alles clear. Okay, bup, bup. Let's go. Okay, danke. Das war sehr lieb, schauen wir mal. Wir haben nur Zweier, aber wir können jetzt schauen, ob wir Fingis haben. Und wir haben keine Fingis. Check. Warte, was? Bin ich gut, wenn wir keine Fingis haben? Das würde bedeuten, die drei Geister sind noch offen. Also momentan stehen die Chancen gut, dass wir einen der drei neuen Geister kriegen. Da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Aber der Geist ist momentan noch inaktiv. Also Moro klingt plausibel. Moro? Ist der Shade noch offen? Shade wäre auch noch offen. Wäre natürlich auch plausibel. Aber das Problem ist, ein Shade macht in der Regel dann etwas, wenn du nicht drin bist. Ja? Weil der ist ja schüchtern in deiner Nähe. Aber bis jetzt hat er auch nichts gemacht, wenn ich außen, draußen war. Die Tür war jetzt ja auch gerade in meinem, während ich drin war. Und bei sein. Hier bin ich jetzt gleich sehr gespannt, was wir kriegen. Und ich muss sagen, halte mich für verrückt, aber wenn man den Dachboden komplett ausklammern würde, würde ich Bleaster lieber mögen als Craften. Einfach weil ich finde, dass geordneter ist. Diese gerade Linie, sage ich jetzt mal, die ist halt sehr angenehm. Okay, der Teller liegt am Boden. Gut zu wissen. Sehr gespannt. Was denkt ihr, was es für neue Geister ist? Oder was für Geister ist? Wie gesagt, Jade ist plausibel. Der Teller lag jetzt am Boden, nachdem wir wieder reingekommen waren. Sprich, der wurde nicht runtergeworfen, als wir draußen waren. Als wir da waren. Sondern der wurde rausgeworfen, als wir draußen waren. Deswegen, Jade ist plausibel. Weil auf den Jade hätte ich jetzt nicht so viel Lust. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir irgendwas haben, was uns den neuen Geister näher bringt. Das habe ich gesehen. Und das ist wieder ein weiterer Punkt für den Shade. To be honest. Für den Shade bräuchten wir EMF5 und irgendwas anderes noch. Das kann ich mir nicht merken. Aber ich weiß, EMF5 kann ich mir merken beim Shade, weil ich es immer noch random finde, dass ein schüchterner Geist, ein inaktiver Geist, EMF5 hat. Aber das habe ich auf jeden Fall gesehen. Leider muss ich dazu sagen, ich sehe keine Dots. Das ist kontraproduktiv. Ja? Und ihr kennt das ja. Wenn
kein Beweis mehr da ist. Also sprich, wenn ihr keine Dots habt, kein Orb, keine Box, kein Freezing. Und ihr habt theoretisch noch EMF5 offen. Ist am plausibelsten, dass es EMF5 ist. Zumindest bei mir ist das der Fall. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt Leute seid, die ganz gerne im Haus sind. Ja, die ganze Zeit im Haus rumlaufen, dann ist wahrscheinlich dass wenn ihr dann immer noch keine EMF5 habt, dass ihr dann irgendwas anderes habt. Zum Beispiel ein Buch oder sowas. Oder dann Dots. Ja, weil ihr die ganze Zeit im Haus gewesen seid, habt ihr vielleicht nicht gesehen, weil bloß im Auge. Dann wäre sowas natürlich plausibel. Aber in meinem Fall ist es das EMF5. So, Kruzifixe noch drin. Hätten wir EMF5, wären halt die Geister raus. Und das würde ich gerade sehr unschön finden. Dann ist der Shade noch wahrscheinlicher. Oder rutscht noch krasser in die engere Auswahl. Vielleicht bin ich eines Besseren belehrt. Ich probiere auf jeden Fall gleich nochmal die Box. Escape. Das war die Tasse, okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hinten? Wo war das? Okay. Schade Schokolade. Es war mega cool, aber... Das ist das Licht-Event. Oder ein allgemeines Event. Alter. War mir jetzt nicht sicher. Das war auf jeden Fall asozial. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie niedrig ist unsere Sanity. Könnte jetzt schon sehr niedrig sein. Und deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit groß wegen dem Event. Könnte auch sein, dass sie noch sehr hoch ist. Also, ich werde mich gleich oben positionieren, sprich oben an der ersten Treppe. Denn da können wir vielleicht immer Link testen, von der Entfernung her. Es sollte machbar sein. Sollte passen von der Range. Danach werde ich Sanity Pin nehmen. Und dann sehen wir, wie viel Sanity wir haben. Ob es passt für den Shade. Beziehungsweise ich bleib dann noch kurz im Haus, denn na, wenn der Shade zeitig anfängt zu jagen mit 35, dann haben wir ungefähr 31. Ja, weil man verliert 4,8 oder sowas, die Jagd dauert nicht ganz eine Minute. Das bedeutet, wir haben dann noch so 31, 32. Könnte sein, dass wir dann noch nicht in der Range sind, dass wir die vierten Sanity Pin nehmen können. Deswegen warte ich noch einen kurzen Moment. Vielleicht gehe ich dann auch einfach ganz gemütlich mal durchs Haus und gehe hinten raus. Mal schauen. Und dann sehen wir es ja. Wenn wir dann 4 nehmen können, ist es ein Shade. Wenn nicht, dann ist es ein Spirit. Denn immer den können wir hier ausklammern. Soweit der Plan. Umsetzung, schau mal. Breaker ist auf jeden Fall aus, das ist sehr unschön, aber das passt dann perfekt. Können wir nach der Jagd hinten raus den Breaker noch anmachen und dann haben wir Gewissheit. Wir müssen jetzt natürlich auch auf die Kruzifixe achten, denn die könnten sonst das Ergebnis verfälschen. Okay, Kruzifix ist angeknuspert. So, jetzt ist natürlich kontraproduktiv, denn, ne? Jetzt ist das Ergebnis so gesehen. Deine Ratte! Schon verfälscht. Es ist die Oma. Wow. Hauptsache, die ballert mir einfach die Tür zu. Hallo. Willst du echt ein Foto haben? Hier, hast ein Foto. Auf den Dauerlutscher. Okay, es ist die Oma. Weg. Kurzweg sind draußen. Das Ergebnis ist jetzt natürlich schon irgendwie wieder verfälscht, denn durch das Event haben wir jetzt auch mal 10% Sanity verloren. Dadurch, dass Kurzweg angeknuspert worden ist, vergeht von diesem Moment der ersten Jagd bis zur zweiten sowieso auch was. Okay. Flackern. Jetzt haben wir die Steps. Wir haben den Myling. Den Myling, Oma. Coolio. Die ist auch allgemein sehr, sehr leise. Jetzt hört man es krass. Sie ist voll creepy. No hate. Ich habe nichts gegen eine Oma gesagt. Ist es schon vorbei? Ja, ist es schon vorbei. Gut, wir können den Break anmachen. Also das ist... Das ist nochmal hier. Und? Warte mal. Wir haben die Karten. Wie war das? Was haben wir mal gesagt? Sollte es kein neuer Geist sein? Den wird den entdecken. Und da würde ich sagen, wir können jetzt gleich erstmal nochmal schön mit den Karten spielen. Und vielleicht haben wir wieder Glück. Bin gespannt. Was brauchen wir noch? Bewegungssensor. Ich werde jetzt natürlich Sanity Pin nehmen, damit wir jetzt wieder voll sind. Ich werde jetzt nicht weiter testen. Es könnte sein, dass es jetzt natürlich ein Fehler ist, dass wenn wir jetzt nochmal jagen würden, sie nochmal jagen lassen, so rum, ja, dass wir dann auf ein anderes Ergebnis kommen. Und dass das dann richtig ist. Aber ich weiß das einfach von mir. Ich habe das so häufig. Ich teste die ganze Zeit und verunsichere mich damit. Deswegen
Oh, Bewegungssensoren mit rein. Danach brauchen wir noch Räucherstäbchen. Dann bringen wir die Tarotkarten nach hinten und dann spielen wir ein bisschen mit Dauma. Oder zumindest mit den Karten. Dann schauen wir mal, ob die auch mal Bock hat. Wir haben theoretisch hier oben auch noch ein Versteck. Aber ich würde eher die Spinne hinten nutzen. Denn ja, bei dem Paravent bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der so sicher ist. So. Oh. Und Bob, Madame, bitte bleiben Sie hier drin. Bitte laufen Sie da rein. Ich hätte gern. Okay, das war übel. Sie mag mich nicht. Uni wäre jetzt by the way auch raus. Ne? Uni, dieser Hauch. Es gibt ja mehrere Hauche. Also nur dieser Hauch zählt wirklich als Hauch. Aber es gibt ja noch dieses Event zum Beispiel, da dackelt der Geist nicht rein und dann haucht er. Ja, das zählt jetzt nicht so als Hauch, aber wenn das der Geist macht, könnt ihr die Uni nicht ausstreichen. Aber wenn dieser Hauch von eben kommt, diese Wolke, dann ist der Uni raus. Denn da gab es glaube ich auch schon mal im Stream wurde das erwähnt. Da war da eine leichte Verwirrung. Aber deswegen streame ich zum Beispiel gerne Phasmo, weil dann kann man als Community sagen, ja, nein, vielleicht. Man kann zusammen überlegen, man kann zusammen nachdenken. Das finde ich sehr, sehr cool. Deswegen schaut auch gerne vorbei. Link unten in der Beschreibung. Der Kanal ist ab 18. Der Twitch-Kanal, deswegen da drauf achten, aber ja. Alle, die schon. So, ich dachte gerade, dass wir hier unten. Alle, die 18 sind, schaut gerne vorbei. Und ansonsten einfach die Klappe halten. Nichts gesagt. So, bup. Und bup. Ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt es gesehen. Wir haben den Priester. Wir haben schon wieder einen Priester. Na, du mich auch. Wir haben den Priester, Ladies and Gentlemen. Jetzt dürfen wir mit der Oma kuscheln gehen. Es war irgendwie klar, oder? Es war doch irgendwie klar, oder? Was war damals mit meinem ersten Priester? Was war damals mit meinem ersten Priester? Wisst ihr doch, welchen Geist wir da hatten? Wisst ihr es noch? Ich weiß es noch. Denn die hatten... Also es war irgendwie klar, dass wenn wir Karten haben und dieser Geist, dass wir dann den Priester kriegen, einfach nur weil irgendeine höhere Macht sich denkt, okay, um mit der Ollen klarzukommen, brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Ich werde mich jetzt noch nicht töten lassen. Es könnte sein, dass wir noch den Hangman kriegen und dann, ne, wird mir den Priester gebrauchen. Oder es könnte sein, dass wir irgendwie, ja, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann bin ich auch Schicht im Schacht. Deswegen hebe ich mir den Priester jetzt auf. Wir werden auf jeden Fall noch sterben, bevor wir hier abdüsen. Aber wir haben den Priester. Wir haben ihn sogar mit der ersten Karte gezogen. Wir haben an das Herz der Karten geglaubt und wurden belohnt. Okay, weiter geht's. Nein. Ich will ja nicht sagen, dass ich irgendwie damit gerechnet habe, aber... Okay, ich spiele jetzt nicht weiter. Ladies and Gentlemen, wir hatten den Priester und wir hatten sogar auch den Hangman. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt extremes Glück habt oder extremes Pech, aber... Es war irgendwie klar, Farmhaus mitten im Wald, auch noch das Bliestel, dazu noch die Oma. Das ist eine geile Aufnahme. Alter, also es tut mir sehr leid, dass wir nicht die neuen Geister haben. Ich würde es mir für euch wünschen. Und auch für mich selber. Ich will die ja selber auch öfter sehen. Bub, finde ich auch. Aber... Also das hier ist jetzt wirklich Glück im Unglück oder Top oder Flop oder Hot or Schrott, keine Ahnung. Oder zumindest beides, ja. Mega geil mit dem Priester, aber auch richtig beschissen mit dem Hangman. Und Dama. Wir haben den mal Link. Ich habe vergessen einzutragen, aber ihr habt es ja gesehen. Wir haben es ja schon getestet, wir haben es auch schon gesagt. Ich habe es leider nur nicht ausgewählt, aber Sieg ist Sieg in der Hinsicht. Wir haben ja gewusst, was für ein Geist ist. Und mega cool. Ich glaube zwar, dass jetzt die Karten oder auch der Priester Hangman sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr so brisant, ja, weil Geobekte gibt schon lange jetzt. Aber ich finde es immer noch cool. Das war mein zweiter Priester und mein, ich glaube jetzt mein erster oder zweiter Hangman. Deswegen mega cool. Ich bin mega happy. Ich hoffe, ihr seid es auch wenn es die neuen Geister nicht gewesen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.